Der Ukraine-Krieg ist natürlich auch im Unterricht und in den Schulen ein großes Thema. Die Jugendlichen werden damit konfrontiert auf ihren Smartphones. Sie stellen sich Fragen, was bedeutet das für mich? In unserem Lernangebot geht es um die Rolle von Social Media und Medien. Wie wird Bericht erstattet? Welche Informationen erreichen Jugendliche über diese Plattform? Es wendet sich aber in erster Linie an Lehrerinnen und Lehrer, um denen Orientierung zu bieten, um denen zu erklären, wie sie Jugendlichen beibringen können, wie sie Fakten überprüfen können, welche Rolle die sozialen Medien auch für die klassische Berichterstattung spielen können. Und es gibt sogar das Angebot, einen Journalisten in den Klassenraum einzuladen. Das Wichtigste ist eigentlich, wenn man Inhalte in den sozialen Medien sieht, dass man sich bewusst sein muss, dass sie gerade, wenn die besonders emotional oder dramatisch sind, dass es eben auch falsche oder aus dem Zusammenhang gerissene Informationen sein können. Wie überprüfe ich sowas? Ich versuche herauszufinden, ob es schon verlässliche Quellen gibt, um zu gucken, was die berichten, ob die das Gleiche berichten oder andere einen anderen Sachverhalt darstellen. Dazu kann ich ganz einfach nach den Stichwörtern erstmal gucken und sehe, dass es vielleicht schon beim Spiegel, bei der Zeit, bei der Süddeutschen, bei den Öffentlich-Rechtlichen behandelt worden. Ich kann die umgekehrte Bildersuche anwenden, die mir zeigt, wo ein Bild im Internet auf anderen Internetseiten verwendet wird und sehe daran, was es denn tatsächlich darstellen könnte oder ob es vielleicht kein ganz neues Bild ist, sondern ein altes, das etwas anderes zeigt. Auf die Art und Weise gelange ich auch auf spezielle Faktencheck-Portale, die sich damit auseinandersetzen und eben speziell solche Inhalte, die sich in den sozialen Medien verbreiten, überprüfen und unter die Lupe nehmen. Und ich würde auch immer in die Kommentare gucken und schauen, was sagen denn die anderen Nutzer. Da steht zwar manchmal auch viel Blödsinn, aber da können eben genau die Fragen gestellt werden und auch vielleicht schon beantwortet werden, die ich mir auch stelle. Kann das denn sein? Das sieht aber ein bisschen anders aus, als ich mir das vorstellen würde. Oder irgendwie, das passt doch nicht zusammen. Solche Dinge werden auch in den Nutzerkommentaren häufig schon beantwortet. Und sie können mir helfen, selber diesen Fragen nachzugehen. Natürlich ist es auch immer wichtig, darauf zu gucken, wer ist der konkrete Absender in dem Fall, also was für ein Account ist das, das dieses Video gepostet hat oder diese Nachricht weiterverbreitet, was wird dort sonst so verbreitet, woher kommt das? Das kann mir auch bei der Orientierung helfen, um einzuschätzen, wie richtig diese Information ist. Und wir haben versucht, mit unserem Lernangebot da sehr schnell drauf zu reagieren, haben das innerhalb von 2 Wochen zusammengestellt, verschiedene Beispiele erläutert, verlinken auch ganz, ganz viel auf andere Informationsangebote und Unterrichtsangebote, die es zu dem Thema gibt. Und wir werden das sicherlich, solange es aktuell bleibt, auch noch weiter pflegen und weiter erweitern.